Willkommen, willkommen zu einem neuen Forex-Marktupdate. Heute geht es wieder einmal um den S&P 500. Wir hatten bereits gestern darüber gesprochen und die Möglichkeit eines Triple Top im Stundenchart vor allem sehr, sehr gut zu sehen. Wir gucken es uns nochmal an. Kleiner Rückblick zu gestern. Ja, der Kurs hatte sich irgendwo. Wo war es denn? Irgendwo hier unten, glaube ich, eingefunden und ich hatte gesagt, okay, wenn er hier nicht mehr über diesen, nee, was hatten wir, Widerstand, wir hatten hier eine Trendlinie eingezeichnet, ich weiß nicht mehr genau, wo. Ich glaube, so verlief sie. Und ich hatte gesagt, wenn der Kurs unter der Trendlinie verbleibt, dann wäre das natürlich schön und wir könnten entsprechend shorten. Hat er aber nicht getan, ist drüber gestiegen, letztendlich auch über diesen vermeintlichen horizontalen Widerstand bei rund 2290 Punkten. So, ja. Deswegen wäre es jetzt mal schön, wenn wir eine Entscheidung sehen könnten. So ein Triple Top muss ja nicht unbedingt eine Korrektur werden. Ja? So ein Triple Top kann man ja auch schlicht und ergreifend nach oben hin ausbrechen. Das ist ja einfach bloß ein Widerstand wie jeder andere. So, und ich denke, innerhalb der nächsten 7 Minuten, das ist jetzt 15:53 Uhr, sollte hier mal irgendetwas passieren. So auf H4-Basis, das wäre natürlich auf jeden Fall förderlich. Kann man nicht anders sagen. Die Frage bleibt einfach, kann er jetzt weiter hier in Richtung Norden steigen oder sackt er in Richtung Süden ab? So, und bis das nicht feststeht, halte ich mich hier ganz, ganz arg zurück. Ja, im H4-Chart stehen die Zeichen schon auf Sturm, ja, voll auf Ausbruch aus dieser Art Flagge. Nächster Widerstand lauert aber hier gleich bei rund 2298 Punkten. Also große Freude kommt da nicht unbedingt auf. Und mit der Kurszielberechnung ist es natürlich auch so eine Sache. Ja, es gibt quasi ja keine Referenzwerte irgendwie aus der Vergangenheit aufgrund dieser neuen Hochs und das ist ein Problem. Ich habe es ja mal eingezeichnet, ja. Wir könnten jetzt irgendwas zusammenbasteln auf Basis von Projektionshöhen, hier solche Geschichten, könnten wir hier Norden und Richtung Süden, könnten wir das hinbasteln. Vor allem in Richtung Norden ist das aber natürlich eine etwas unsichere Kiste. Ich meine, man kann auch ganz pragmatisch an die Sache rangehen. Ja, man kann sagen, okay, ich habe einen Aufwärtstrend, der scheint noch völlig intakt zu sein. Also kann man einfach mutmaßen und dann sagt man sich, okay, also bevor ich hier short gehe, dann will ich, dass er hier durch irgendeine Unterstützung durchrasselt, hier auf diagonaler Basis oder irgendwie auf horizontaler Basis. Völlig egal. Ja, Hauptsache, wir sehen irgendwie mal einen Move zurück. Also ein Move unter irgendwelche Supports und nicht das Scheitern an Widerständen. Das kann man machen. Da ist man vielleicht ein bisschen später dabei, falls es doch eine Korrektur gibt, aber man ist vielleicht auf der etwas sicheren Seite. Dass der Kurs hier so eine starke Rallye hingelegt hat, überrascht mich nicht sonderlich. Ja, wenn wir uns das Fibo-Retracement angucken, er ist schlicht und ergreifend hier auf das 50er zurückgelaufen und wir alle wissen, make it or break it. Also entweder wird das 50er Retracement akzeptiert und dann gibt es eine heftige Reaktion oder er rasselt durch. Fertig aus. So, und er hat es akzeptiert, ist hier in Richtung Norden gewandert und jetzt, ja, müssen wir mit dem klarkommen, was uns hier geboten wird, was uns hier für eine Show geboten wird. Ihr seht schon auch, der Kurs, der zittert jetzt hier auch hin und her, hat jetzt noch 5 Minuten ungefähr, immer mal wieder unter dieser Trendlinie, mal wieder über der Trendlinie. Also es ist wirklich eine sehr, sehr unsichere Kiste. Und ich muss sagen, selbst wenn der Kurs jetzt unterhalb dieses vermeintlichen horizontalen Widerstandes oder unterhalb dieser diagonalen Trendlinie hier oben schließen würde, wäre das für mich noch nicht so der interessanteste Short. Warum? Weil das Ganze hier eine Pufferzone ist. Ja, und die obere Trendlinie basiert ja bloß auf den Spikes. Das heißt, wenn ich mir mit dem Short hier etwas sicherer sein will oder möchte, dann sollte der Kurs auch mal unter die innere Trendlinie fallen. Ja, unter diese hier. Und dann vielleicht sogar noch unter diese etwas steiler verlaufende aufwärtsgerichtete Trendlinie. Dann kann man immer noch im Zuge irgendwelcher bullischer Rücksetzer, kann man dann immer noch versuchen, sich zu positionieren. Muss ja überhaupt keine Panik bekommen, nicht mehr in diese Thematik hier reinzukommen. Und genauso verhält sich es mit dem Long. Selbst wenn er jetzt hier ausbricht, ist es mir egal. Da warten wir eben auf den Rücksetzer. Und wenn der Rücksetzer gelingt, dann können wir uns Long engagieren. Ja? Also ich würde hier mal zur Vorsicht mahnen, zur Zurückhaltung und das gehen wir hier ganz relaxed an, lassen erst einmal die kurzfristigen Trader hier sich auskaspern, sich hier austoben und dann können wir uns hier ganz, ganz entspannt der Sache widmen.
So, und jetzt haben wir noch ungefähr 3 Minuten. Wahrscheinlich ist die Analyse noch nicht mal da, aber ist ja egal, da habt ihr schon mal einen Vorgeschmack auf das, was passieren könnte, beziehungsweise wie ich hier an die Sache rangehen möchte. Und wie immer könnt ihr die ganze Analyse dann hier anschauen, wenn ihr auf den kleinen Banner klickt. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und ansonsten hören wir uns dann morgen im Forex Morning Statement wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss, euer Peter.